Die Nachricht vom Verlust des Zauberstabs verbreitet sich durch das Schreien die Annahmen und Flüche des Magiers sehr schnell. Zwei junge Helden machen sich auf den Weg, ihn zu stürzen und die Welt von seiner Tyrannei zu befreien. Auf ihrer Reise müssen sie einen großen Wald durchqueren. Oh Mann! Du, ich glaube, wir haben uns verlaufen. Oh, gibt's nicht, ey. Entschuldigen Sie, gute Frau. Könnten Sie uns sagen, wie wir zum Schwarzen Turm kommen? Ja, natürlich. Ihr müsst einfach nur nach Osten, bis ihr einen riesigen Baum seht. Einfach nach Westen. Und irgendwann seht ihr den Schwarzen Turm. Ja, danke schön. Ja, ich kann euch auch dorthin führen. Ja. Gut, wir müssen dort noch lang, müssen wir... Halt! Wirkt ihr zufällig, wie ich in die Höhle nahe des Schwarzen Turms komme? Da wohnt meine Schwester. Nun, wir sind gerade auf dem Weg zum Schwarzen Turm, da könntest du ja eigentlich mitkommen. Oh, das wäre richtig gut. Warum nicht? Okay. Ja. Dann komm, auf. Lass mich ein. Falsche Richtung. Mann. Tut mir leid, ich bin ein bisschen... Schließlich erreicht unsere Helden den großen Baum. Weiter gehe ich nicht. Scheiße. Komm, wir gehen. Scheiße. Und so stehen die beiden Helden dem dunklen, mächtigen Magier gegenüber. Der Kampf um Leben und Tod beginnt. Zauberstab. Mann, du, ich glaube, wir haben uns verlaufen. Du, dein Navigationstuch.